zusammen mit Monika Lierhaus und Niki Lauders fehlendem Ohr arbeitet Michael Schumacher an seinem Comeback in der ARD-Fernsehlotterie. In Samuel Becketts Theaterstück Warten auf Godot warten Wladimir und Estragon die ganze Zeit über auf das Erscheinen von Godot. Während sie warten, ergehen sie sich in hochabsurden Mono- und Dialogen, die zu gar nichts führen. Der Vorhang fällt und völlig unbefriedigt wird man im dunklen Theatersaal zurückgelassen. Ich warte noch immer auf Godot und jede Zelle meines schönen Körpers auf mich. War man in einer Qualitätsdemokratie für einen Qualitätspremierminister unbedingten Qualitätsjournalismus benötigt? Twitter ist nichts weiter als ein dämliches Start-up aus San Francisco. Eine Stadt voller Penner und Erdbeben. Dass die Walderdbeeren für meinen Balkon endlich geliefert werden und so süß schmecken, wie versprochen.